Hallo, ich bin Aische Mehren, noch Heilpraktikerin und Inhaberin der Heilpraktiker-Ausbildung online. Seit mehr als 15 Jahren bilde ich jetzt Heilpraktiker aus und bereite sie auf die Überprüfung vor dem Gesundheitsamt vor. Ja, ihr habt richtig gehört, ich bin noch Heilpraktikerin. Am 6. Mai dieses Jahres habe ich Post von meinem Landkreis bekommen und in diesem Schreiben stand, dass man mir meine Heilpraktikererlaubnis entziehen möchte. Wie es dazu kam und warum man das tun möchte, darüber spreche ich gleich in diesem Video. Seid also gespannt, es geht weiter nach dem Intro. Erstmal kurz vorab zur Info, damit ihr mir überhaupt folgen könnt. Ich habe diesen YouTube-Kanal, in dem ich als Heilpraktikerin und auch Inhaberin einer Heilpraktikerschule hauptsächlich Videos rund um den Heilpraktikerberuf bzw. die Heilpraktikerausbildung poste, aber auch Videos allgemein zu Gesundheit, zu Spiritualität und in 2020, 2021 auch kritische Videos zum aktuellen Zeitgeschehen. Damit musste ich aber aufhören, denn sonst wäre mein YouTube-Kanal gelöscht worden, denn ich hatte schon immer wieder Verwarnungen bekommen. Zusätzlich zum YouTube-Kanal habe ich einen Telegram-Kanal, der heißt Aische Mehren Aufklärung Spiritualität Gesundheit, in dem ich als Privatperson, nicht als Heilpraktikerin, täglich zu allen möglichen Themen poste. Nun bekam ich also am 6. Mai folgendes Schreiben vom Landkreis. Ich muss das mal vorlesen. Sehr geehrte Frau Mehren, mir liegen Erkenntnisse vor, die mich zur Prüfung veranlassen, ob die Ihnen durch die Stadt Salzgitter erteilte Heilpraktikererlaubnis widerrufen werden muss, da nachträglich Tatsachen bekannt geworden sind, die eine Versagung der Erlaubnis nach § 2 Absatz 1 Heilpraktiker-Durchführungsverordnung rechtfertigen würden. Es besteht die begründete Annahme, dass Ihnen für die Ausübung dieser Tätigkeit an der erforderlichen Zuverlässigkeit mangelt. Ebenso besteht Grund für die Annahme, dass die Ausübung ihrer Tätigkeit eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung darstellt. Das lasse ich jetzt an dieser Stelle weiter unkommentiert. Mir wurde eine Frist bis zum 23.05.2022 erteilt mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Dann folgen 4,5 Seiten mit Posts aus 2 Jahren Telegram-Kanal und insgesamt 4 Minuten aus einem Video aus meinem YouTube-Kanal. Dabei geht es um 2 Posts zu medizinischen Themen, Vitamin D-Dosierung und Chlordioxid. Außerdem geht es um Posts zu den Impfungen oder besser gesagt mit mRNA-Injektionen, um Chemtrails, Nanotechnologie in Impfungen. Es geht um etwa 4 Posts von Caroline Bollbrock aus Februar 2021 zur Souveränität Deutschlands, die ich aber lediglich zu Informationszwecken kommentarlos weitergeleitet hatte, weil das noch nie irgendwie mein Thema war. Aber, so meinte diese Verwaltungsangestellte, ließe sich daraus eine Reichsbürgernähe ableiten. Und dann geht es zuletzt auch noch um Posts von David Icke, um einen weltanschaulichen Post von mir, sodass dann auf Seite 6 gesagt wird, Moment, das muss ich jetzt auch wieder vorlesen. Die von Ihnen geteilten und teilweise kommentierten Inhalte gehen bei weitem über das tolerierbare Maß an sachlich-kritischer Auseinandersetzung hinaus und offenbaren eine Geisteshaltung zu den Themen Corona-Pandemie und mRNA-Impfung, die jeglichen Realitätsbezug vermissen lässt und sich stattdessen in gefährlichen Falschbehauptungen ergeht. Aus den oben genannten Veröffentlichungen und Kommentaren wird ebenfalls deutlich, dass sie unter anderem dem Gedankengut der sogenannten Reichsbürger anhängen. Weiter schreibt sie, wer der Ideologie der Reichsbürgerbewegung folgend die Existenz und Legitimation der Bundesrepublik Deutschland negiert und die auf dem Grundgesetz fußende Rechtsordnung generell nicht als für sich verbindlich anerkennt, gibt Anlass zu der Befürchtung, dass er auch die gesetzlichen Regelungen, die seinen Beruf betreffen, als für sich nicht verbindlich ansieht. Und dann sagt sie auf Seite 7, ich gehe davon aus, dass durch sie eine wesentliche Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung ausgeht, die ihren öffentlichen Aussagen als Heilpraktikerin Glauben schenkt.
Gleichzeitig ist zu erwarten, dass durch sie eine Gefährdung für die Gesundheit der sie aufsuchenden Patientinnen und Patienten besteht, da sie sich nicht mehr an die deutschen Gesetze gebunden fühlen könnten. Ferner zeigen die oben genannten Ausführungen, dass es ihnen an der sittlichen Zuverlässigkeit mangelt, den Beruf des Heilpraktikers verantwortungsvoll auszuüben. Ja, und dann zum Schluss, dass es ihnen für die Ausübung dieser Tätigkeit an der erforderlichen Zuverlässigkeit mangelt, sowie die Annahme rechtfertigen, dass die, in Klammern, weitere Ausübung ihrer Tätigkeit eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung darstellt, beabsichtige ich, Ihnen die Erlaubnis für die Tätigkeit als Heilpraktikerin zu entziehen. Das beabsichtigt die Verwaltungsangestellte, die das geschrieben hat. Genau. Und das Ganze sei bereits an den Heilpraktikerausschuss weitergeleitet worden. Habe ich, glaube ich, anfangs schon gesagt. Wisst ihr, seit gut einem Jahr habe ich so viel mit Anwälten, Gerichten und Staatsanwaltschaften zu tun wie noch nie in meinem ganzen Leben zuvor. Weil besorgte Bürger in Anführungsstrichen, oder man kann sie ja auch einfach kleine armselige Denunzianten nennen, die nichts Besseres zu tun haben, als meinen gesamten Telegram-Kanal zu durchsuchen in der Hoffnung, etwas zu finden, um es dann anzeigen zu können oder betroffenen Personen zuleiten zu können oder aber wie hier in diesem Fall ans Gesundheitsamt weiterleiten zu können. Ganz ehrlich, wie armselig muss das Leben von Menschen sein, wenn man nichts Besseres zu tun hat, als mehr als 20.000 Posts zu durchforsten in der Hoffnung, etwas zu finden, was gegen mich verwendet werden kann. Das ist das eine. Und das andere ist nicht minder armselig. Was ist aus diesem Land geworden oder, geworden, sag ich mal. Es hat sich kein Patient beschwert, sondern besorgte Bürger können mittlerweile denunzieren, was das Zeug hält, werden auch noch zu Helden der Republik gemacht und auf dieser Grundlage möchte man mir meinen Heilpraktikertitel entziehen, weil ich Informationen auf meinem Kanal teile, die nicht dem öffentlichen Narrativ entsprechen, weil meine Weltanschauung der Mehrheit nicht gefällt, weil ich mich persönlich gegen die mRNA-Impfungen ausspreche und zwar so lange, bis man die Unschädlichkeit durch zuverlässige Studien nachgewiesen hat, was nach entsprechender Datenlage meines Erachtens kaum mehr möglich sein wird. Nun denn, entschuldigt ein bisschen, dass ich aufgeregt bin, aber ja. Anfangs war ich angezählt und dachte, das nicht auch noch. Und ich war kurz versucht zu sagen, dann nehmt mir doch diesen Titel weg, wenn ihr meint. Aber dann habe ich gedacht, nein. Tagtäglich berichte ich, dass wir aufstehen müssen, dass wir für die Wahrheit einstehen und kämpfen müssen. Wenn ich nicht handeln würde, dann würde ich meine eigenen Überzeugungen verraten. Ich weiß noch, als ich morgens meinen Sohn angerufen hatte und ihm das erste Mal von dieser Geschichte erzählt habe. Am Anfang des Gesprächs war ich total resigniert und traurig und dann habe ich aber gemerkt, wie plötzlich eine Kraft in mir aufstand und sagte, hör zu. Und das sagte ich dann zu meinem Sohn. Ich werde kämpfen und wenn ich dabei verliere und untergehe und sie nehmen mir diesen Titel weg, dann werde ich ganz bestimmt nicht kampflos, sondern mit wehenden Fahnen untergehen. Doch dazu ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und da war mein Kampfesgeist wieder da und wir mussten beide lachen. Ja, und am 23.05. pünktlich zum Fristablauf habe ich dann meine Erwiderung an den Landkreis in den Briefkasten geworfen. Weil es ja sowas wie ein laufendes Verfahren ist, möchte ich das hier noch nicht bekannt machen, meine Antwort. Auch wenn sich das alles jetzt sehr kraftvoll und gut anhört, so wie ich es erzähle, ja, so waren die letzten Tage und Wochen aber trotzdem eine schwierige Zeit für mich. Und jetzt in der Rückschau betrachte ich das als eine Art Prüfung über meine Treue zu mir selbst, zur Wahrheit und damit auch zu Gott. Die ganze Geschichte hat sehr an mir gerüttelt und ich hatte oft tiefe Zweifel und auch Zweifel an dem, was ich tat. Es war nicht nur der Brief des Landkreises mit größtenteils ungerechtfertigten Anschuldigungen und Vorverurteilungen, sondern es hat eine Lawine von Reaktionen in meinem direkten Umfeld ausgelöst. Menschen, die mir nahe standen, meinten dann plötzlich, ich soll doch besser mal still sein und meinen Mund halten. Eigentlich war ich dauerhaft damit beschäftigt, mich zu allen Seiten hin zu rechtfertigen und abzugrenzen. Und dann kam noch hinzu, ich habe ehemalige Teilnehmer meiner Heilpraktiker-Ausbildung um ein Feedback eben zu der Ausbildung und auch zu meiner Person gebeten. Selbstverständlich ohne in irgendeiner Form auf die Vorwürfe näher einzugehen.
Also wie haben Sie die Ausbildung bei mir empfunden und wie haben Sie mich erlebt? Einfach nur ein Feedback, was du normalerweise jedem geben würdest, was du bei Google reinschreiben würdest, bei Yameda reinschreiben würdest, ja, wenn du eine 2-3-jährige Ausbildung irgendwo gemacht hast und zufrieden damit bist. Und ich wollte dieses Feedback an den Gutachterausschuss weiterleiten, um zu zeigen, dass es auch noch andere Sichtweisen über mich und meine Arbeit gibt. Quasi so als Gegengewicht zu all den Anschuldigungen. Der Großteil der Teilnehmer hat mir dieses Feedback sofort geschrieben, selbstverständlich und ohne zu zögern. Aber es gab auch 2, und das waren ausgerechnet die 2, wo ich gedacht hätte, dass das gute Bekannte oder sogar eine Freundin ist. Die beiden haben es nicht getan. Die eine sagte mir, ich solle doch besser zum Psychiater gehen und dort ein Gutachten machen lassen, alles andere würde doch eh nichts bringen, ja. Und schob das dann alles so vor sich her und fand dann Ausreden, es nicht tun zu müssen. Und die andere schrieb mir folgenden Brief, den ich euch hier mal vorlese, weil ich es so typisch finde. Für das, was augenblicklich gerade um uns herum passiert. Und ja, ich lese es mal vor. Hallo Aische, ich bin noch mal in mich gegangen. Leider kann ich dir das von dir gewünschte Schreiben nicht zustellen. Jeder geht anders durch diese Zeit. Ich habe mich entschieden, mich und meine Familie zu schützen und unter dem Radar zu bleiben. Da ist für mich zu viel Triggerpotenzial enthalten und würde zu viel Unruhe entstehen lassen. Ich möchte im Fokus bleiben und meinen Weg stabil weitergehen. Es tut mir sehr leid, dir dies sagen zu müssen. Alles Liebe dir und ganz viel Kraft. Alle beiden Frauen sind Heilpraktikerinnen und ungeimpft im Widerstand. Das heißt, auf Telegram unterwegs, bei den Montagsspaziergängen bis dahin. Und sie haben mir beide erzählt, dass sie ähnlich denken würden wie ich. 2 Menschen, die sich in der Masse stark gefühlt haben und fühlen, sich in der Masse verstecken. Und kaum geht es einmal darum, Positionen zu beziehen. Nicht einmal zu dem, was ich denke und tue. Nein, zu der Ausbildung und zu meiner Person, wie sie mich damals erlebt haben. Und schon verraten sie einen. Ich weiß, das klingt hart, aber es ist genau so, wie ich es empfunden habe. Wisst ihr, all diese Dinge, die im Außen geschehen, wie Bußgeldbescheide, Strafanzeigen oder jetzt hier der Entzug auch der Heilpraktikererlaubnis, die ganzen Bedrohungen über die Zeit hinweg, das ist zeitraubend, nervenraubend, es zieht einem oft die Energie runter, es macht wütend, aber es trifft mich nicht wirklich im Kern. Aber das Verhalten von diesen Menschen, das hat mich getroffen, weil ich es eben nicht nachvollziehen kann und weil ich so ganz anders wäre. Wie ich schon sagte, für mich fühlte es sich an wie Verrat. Und dann habe ich mir aber irgendwann gesagt, okay. Und selbst wenn niemand mehr da sein sollte, ich werde weitergehen. Egal wie sehr meine Knie wackeln, egal wie traurig ich bin, egal wie müde ich bin, aber ich werde meinen Weg nicht verlassen. Und mit diesem Entschluss ging ich dann schlafen, da war ich wirklich ganz am Tiefpunkt angelangt in mir und stand mit diesem Entschluss auch morgens wieder auf. Und den nächsten Morgen klingelte es an der Tür. Es war auch noch die nette Postbotin, die lächelte mich freundlich wie immer an, hat mir ein Päckchen überreicht und einen ganzen Stapel Briefe. Briefe von euch. Briefe von Abonnenten meines Kanals. Es waren Briefe voller Wertschätzung über mich und meinen Kanal. Briefe mit Hand geschrieben, mit so viel Liebe und Mühe. Briefe, in denen Menschen mutig mit Namen und Adresse zu ihrer Meinung stehen. Ich kann euch nicht sagen, welche Freude ich in diesem Augenblick in mir gefühlt habe. Für mich waren diese Menschen die Stimme Gottes, die gesprochen hat. Und ich wusste, alles wird gut, wie auch immer das in dieser Welt aussehen mag. Es war für mich ein Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und nur das zählt. Und also kämpfe ich und meine Kraft ist zurück. Und die Krise in mir ist erstmal überstanden. Ich glaube, Gott schickt uns diese Prüfungen, weil er sehen will, wie ernst wir es meinen und ob wir auch bei Gegenwind stehen bleiben. Und manchmal ist es einfach nicht nur Gegenwind, sondern es sind Orkanböen dabei, wo sich letztlich zeigt, wie gut du in dir, in Gott verankert bist. Denn sonst können dich diese Böen, wie sich ja auch zeigt und wie man es überall sieht, zum Umkippen bringen. Viele haben mir gesagt, mach dieses Video nicht. Du gibst diesen Denunzianten damit zu viel Genugtuung und einen Grund zum Feiern. Mag sein. Aber soll ich euch was sagen? Stört mich nicht. Stört mich nicht die Bohne. Denn die, die hinter diesen besorgten Bürgern stehen, hinter all diesen vielleicht feixenden und feiernden Denunzianten um mich herum, die wissen,
dass sie nicht gewonnen haben. Klar möchte ich diesen Titel behalten. Klar möchte ich weiter Heilpraktikerin bleiben. Und klar werde ich traurig sein, wenn man mir den Titel wegnimmt. Ich bin Heilpraktikerin mit Herz und Seele. Doch, und das ist das Entscheidende, ob mit oder ohne Titel, ich werde meinen Weg weitergehen. Ich habe Deutschland als ein freies Land immer geschätzt. Ich hatte zumindest das Gefühl, ich bin in ein freies Land geboren. Viele, viele Jahre habe ich so empfunden. Man hatte das Recht und die Freiheit zu denken, zu sagen, was man wollte, solange man nicht die Freiheit eines anderen einschränkte. Egal wie verrückt, egal wie kritisch es war. Es muss niemand meiner Meinung sein, aber ich muss sie sagen dürfen. Und das ist scheinbar vorbei. Wer der vorherrschenden, vorgegebenen öffentlichen Meinung widerspricht, der wird zur persona non grata. Ärzte verlieren ihre Approbation, Rechtsanwälte ihre Lizenzen, Beamte ihren Beamtenstatus, Heilpraktiker ihre Heilpraktikererlaubnis, Geschäftsleute werden reihenweise entlassen. Ich habe meinen Telegram-Kanal vor 2 Jahren als Privatperson Aysche Mehren aufgemacht. Aysche Mehren, Aufklärung, Gesundheit, Spiritualität. Zu keiner Zeit habe ich damit ein Geschäft gemacht, um Spenden gebeten oder um Patienten für meine Praxis. Nicht mal für meine Heilpraktikerschule. Ich habe diesen Kanal als Mensch aufgemacht, um der Wahrheit, meiner Wahrheit, so wie ich sie verstehe, eine Stimme zu verleihen. Klar, dabei geht es um das aktuelle Weltgeschehen. Dabei geht es auch um alternative Heilmethoden. Und ganz sicherlich geht es auch darum, den Tieren in dieser Welt eine Stimme zu verleihen, weil sie ein unermessliches Leid erdulden müssen und viel zu wenig Menschen darauf aufmerksam machen. Doch noch mehr als um all das geht es um Gott. Denn so wie diese Welt zunehmend gottlos geworden ist, ethisch-moralisch mehr und mehr verkommt, so liegt der Schlüssel und die Lösung für die Menschen und die Welt im Gottesweg der einzelnen Menschen. Es ist ein Weg der Liebe, der gegenseitigen Achtung und Wertschätzung Gottes Schöpfung gegenüber. Ganz einfach ausgedrückt, es geht darum, ein guter Mensch zu werden hier auf der Erde. Aufrecht, mutig und wahrhaftig. Im Namen Gottes. Dafür stehe ich mit meinem Kanal. Ich kann niemandem sagen, wie der Weg zu gehen ist. Ich bin kein spiritueller Lehrer, will ich auch nicht sein. Ich lasse die Leute mit meinen Posts und Sprachnachrichten und auch Videos an meinem Weg, an meinen Gedanken und meinen Gefühlen teilhaben. Und dadurch versuche ich vielen Menschen Mut zu machen, die denselben Weg gehen oder vielleicht noch ihren Weg in diesen für alle schwierigen Zeiten suchen. Und wenn das ein Grund sein sollte, mir die Heilpraktikererlaubnis wegzunehmen, weil ich damit angeblich nicht die sittliche Reife hätte oder mein Geisteszustand anzuzweifeln ist, ganz ehrlich, dann würde ich tatsächlich nicht in dieses Berufsbild passen. Aber dann hätte ich gerne gewusst, wie soll denn ein richtiger Heilpraktiker aussehen? In dem Sinne, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.